Eva Felten hat dem Museum knapp 1000 Fotografien geschenkt. Und hier in der Ausstellung sehen wir mit einer Auswahl von 140 Arbeiten einen ersten Einblick in das, was zukünftig unser Museums-, unsere Sammlungsarbeit bereichern wird. Der Fokus von Eva Feltens Fotosammlung liegt auf dem Menschen und Menschendarstellungen. Und zwar ganz unabhängig davon, aus welchem geografischen, künstlerischen oder historischen Kontext die jeweiligen Positionen sind. Und spannt sich tatsächlich auch wirklich von den 30er Jahren bis in die Gegenwart. Wir als Rezipientinnen von Fotografien stehen vor Menschen, die von jemand anderen mit der Kamera eingefangen wurden. Und dieses Gefüge aus Blickbeziehungen zwischen den Dargestellten, den Fotografinnen und dann uns als Betrachterinnen ist eigentlich die Kernidee der Ausstellung. Die Ausstellung ist in 7 Kapiteln organisiert und diese 7 Kapitel widmen sich dabei manchmal also historischen Kontexten, wie zum Beispiel der Street Photography, vor allen Dingen in New York der 50er, 60er und 70er Jahre und dann zum Beispiel auch der Appropriation Art, vorwiegend der 70er Jahre. Und dann gibt es aber auch Kapitel, die größere Fragestellungen aufmachen, wie zum Beispiel, welche Rolle die Fotografie als politischer und sozialer Raum spielen. Es gibt den Eröffnungsraum der Ausstellung. Das ist so ein kleines Laboratorium, wo sehr unterschiedliche Positionen versammelt sind. Und der Raum hat den Titel »Where you look from is always half the picture«. Also eigentlich, dass auch unser Standpunkt, unsere Perspektive macht immer die Hälfte des Bildes aus. This is me, this is you von Ronnie Horn ist die titelgebende Arbeit für unsere Ausstellung, weil This is me, this is you genau ausdrückt, dass in der Fotografie nicht nur eine Person drin steckt, sondern This is me, this is you, dass es ein Dialog ist, der in der Fotografie stattfindet. In dieser Arbeit von Ronnie Horn sehen wir insgesamt 96 Porträts, alle von Ronnie Horns Nichte, Georgia Loy. Zunächst, wenn man den Raum betritt, entsteht vielleicht als erstes der Eindruck, dass es zweimal das gleiche Raster ist. Und erst wirklich bei dem Hin und Her Schweifen des Blickes kann man sehen, dass jede Fotografie zwar an dem gleichen Tag vielleicht aufgenommen sind, aber dass es unterschiedliche Momente sind. Selbst in so einem Spektrum von 48 Bildern auf einem Raster präsentiert sich uns so eine unglaubliche Vielfalt, wer eine Person in einem Bild sein kann. Und wir als BetrachterInnen stehen dann zwischen diesen Blicken und die nehmen wir jetzt entgegen. Also werden wir jetzt selbst Adressatinnen. Ich denke, dass wir mit dieser Präsentation einen einmaligen Einblick in die Sammlung Eva Felten geben, die jetzt eben auch Teil ja unseres Museums ist und man dadurch auch als Besucherin die Möglichkeit hat, einen wirklich tiefen Einblick in dieses Interesse der Sammlerin zu gewinnen, aber auch zu sehen, in welche Richtung sich das Museum Brandhorst damit erweitert. Musik